Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von meinem LP. Ja, man sieht schon, dass sie die Aufnahme gestartet hat. Dachte, ich hätte sie gestartet, also. Und dann kam eben heraus, dass das eben nicht der Fall war. Ja, also ich werde jetzt erstmal zeigen kurz, weil das Item habe ich, was wir dafür brauchen, auch schon. Und zwar werde ich euch zeigen, wie euer Pikachu richtig happy kriegt. Ach, ich weiß nicht, warum ich immer bei den Aufnahmen auf diese falsche Taste komme. Ich muss mir, glaube ich, neu positionieren oder ich zocke nicht so mit Controller oder sowas. Erstmal heilen wir hier unser Pikachu und ja, danach können wir einfach mal. Kann ich das dann zeigen? Ja, also. Also ich mochte damals die Musik wirklich. Ich weiß nicht warum, aber diese Musik, wenn das Pokémon geheilt wird, konnte ich richtig leiden. Ja, also jetzt zu dem Tutorial. Es ist wirklich sehr einfach. Ihr öffnet euer Hauptmenü, nehmt den Trank und drückt OK und gibt es euer Pikachu. Das sehr, sehr oft. Ich zeige jetzt auch noch kurz, wie euer Pikachu, wie es jetzt ist. Man merkt schon. Und ich breche sie ab, gebe dem Pikachu die Tränke und danach kann ich das eben wieder zeigen, wie das jetzt weitergeht. Also bis gleich. So, und jetzt kann man ja sehen, wie happy das Pikachu jetzt ist. Richtig von Herzen umkreist. Aber man muss zugeben, dass man schon von da bis dahin richtig lange braucht eigentlich. Aber wenn es schon einigermaßen glücklich ist, dann geht es schnell. Oh, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Na, endlich. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Das ist ja vorhin nicht zu ihm gegangen. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Ja, jetzt kommt eine kurze Zwischensequenz. Und, ja, kann man ja mal lassen, einfach. Nur, finde ich es unlogisch, dass er da ein Pokémon. Okay, sonst fängt er die, glaube ich, eigentlich. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokébälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon Supermarkt neue besorgen. Jetzt läuft er da erstmal. Und jetzt können wir hier vorbei. Wie man sieht. Und laufen mal schön jetzt hier hoch. Gleich kommen wir in dieses Waldareal. Ja. Und wie man sieht, sind wir praktisch schon da. Und ja. Also irgendwie habe ich momentan nicht wirklich viel zu erzählen, kommt mir jetzt so vor, aber ich will auch später was noch einen Bisa-Knosp fangen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber wir können ja auch unser Pikachu ein bisschen trainieren. Ja, also das ist jetzt ein bisschen ungünstig trotzdem, weil ich erstmal noch in die andere Stadt wollte. Und ja. Dann trainieren wir es einfach ein bisschen. So. Und wieder Donnerschock. Noch ein Donnerschock. Level 6. Naja, Routenschlag braucht es nicht wirklich. Und jetzt wieder Donnerschock. Das ist die einzige effektive Attacke, die es bis jetzt kann. Hoffen wir mal, dass die bessere noch zukommen. Und das wird es auf jeden Fall. Geschafft. Level 7. Jetzt haben wir den Käfersammler besiegt. Yay. Aber man muss sich auch ab und zu mal ein bisschen freuen. Kann ja nicht die ganze Zeit nur ernst bleiben.
Laufen wir jetzt mal hier vorbei und hoch. Und schnappen uns den Trank. Und laufen jetzt hier ein bisschen entlang. Wo müssen wir jetzt lang? Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich denke mal, wir müssen jetzt unten rum. Genau, das ist der Trainer jetzt, den man hier sieht, den wir für das Bisa-Knosp später brauchen. Ich denke, manche wissen schon, ein Bisa-Knosp so zu bekommen, ist natürlich ein Glitch. Das bekommt man natürlich nicht einfach so im Spielverlauf. Und ja, als kurzes Zwischenthema dachte ich mir, könnte man mal ansprechen, Lebensmottos. Ich meine, jeder hat mal, denke ich mal, eins. Selbst wenn es bloß unbewusst ist. Und, ja. Zum Beispiel, was weiß ich, mein Lebensmotto ist zum Beispiel ein Zitat von Albert Einstein. Dass Fantasie wichtiger ist als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ich finde einfach, ich lebe einfach danach, weil ich finde es einfach sehr gut überlegt und, ja. Nein, soll nicht der Emulator hängt jetzt wieder ein bisschen. Also, ich denke mal, wir gehen jetzt noch hoch. Gleich bis zum Trainer und dann mache ich eh noch eine kurze Aufnahmepause. Weil eigentlich nehme ich das jetzt in einem Durchgang auf. Und, ja. So, speichern wir hier jetzt. Und machen dann später einfach weiter. Also dann bis nach. So, und weiter geht's mit unserem LP. Ja, wie ihr seht, werden wir kurz. Also ich werde jetzt eigentlich nur kurz in die Stadt gehen, ein paar Items holen, das Pokémon heilen. Und mindestens habe ich das Pokémon nicht geheilt. Unser Pikachu. Hoffen wir mal einfach, dass das. Ja, jetzt können wir es wahrscheinlich noch heilen. Hoffen wir es einfach mal. Und falsches Item. So. Ja, dann werde ich eben danach versuchen, dass wir das Bisa-Knosp noch bekommen. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass wir es jetzt ganz leicht schaffen. Und, ja. Das können wir jetzt einfach nur, versuchen. Wundert euch nicht, wenn jetzt, ab und zu, die Stimme leiser und, dann lauter wird. Nur, ich musste muss mein Headset auch richten und das habe ich gerade nicht gemacht und ja. So. Und jetzt gehen wir nach oben, hoffen wir, dass kein Pokémon kommt. Und ja, wir haben es geschafft. So. Ach ja, um auf das Thema zurückzukommen. Ich wollte auch ein Horrorspiel Let's Play, nur war ich mir da eben nicht sicher, ob ich das tun sollte. Und, ja, wollte jetzt, fragen, ob ich das praktisch machen soll. Ihr könnt ja einfach eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und, ja, da können wir einfach mal sehen, was sich daraus ergibt. Also ich mochte die Musik, die mochte ich eigentlich schon immer. Und, ja, jetzt können wir einfach mal weiterlaufen und, ja, ich hole jetzt nur noch das Item, geht da runter, Speicher und, dann machen wir das einfach später noch, weil ich muss es zugeben, ich nehme das hier auf, während es eigentlich schon einigermaßen spät ist und, ja, so, dann gehen wir mal jetzt schnell.
Vielleicht mache ich auch Minecraft-LP. Ich überlege es mir eigentlich noch. Jetzt schön runterlaufen. Okay, wenn die Musik sich mal ändert, ist es schwer zu sagen, was man dann singen soll. Ja. Also dann laufen wir einfach mal hier rum. Und da vorne haben wir den Trainer. Hoffe einfach mal jetzt, dass wir es ohne irgendwelche Störungen schaffen. Und falls dann jetzt gerade zufällig ein, ja, wie nennen wir es, so ein Störgeräusch oder so gekommen ist, wundert euch nicht, mein Headset ist momentan, ja, ein bisschen schlecht eingestellt noch. Aber das wird alles noch. Wie gesagt, ich bin ja unerfahren mit dem LP, großartig, und ja. Viel will ich da eigentlich auch nicht jetzt zu sagen, und ja, laufen wir jetzt einfach mal hier hin und so, und hier cutte ich jetzt erstmal die Folge und mache die dann später weiter. Also, dann bis nachher.
Thank you.
You